Spanien und Frankreich kämpfen mit den bisher schlimmsten hitzebedingten Feuern des Sommers. In Katalonien versuchte die Feuerwehr die ganze Nacht, einen Brand in der Nähe von Barcelona zu löschen. Den Angaben nach konnte das Feuer zwar nicht unter Kontrolle gebracht werden, habe sich aber auch nicht weiter ausgebreitet. Eine Fläche von etwa 1000 Hektar wurde bisher zerstört. Spanischen Medien zufolge wurden 400 Menschen evakuiert und in Notunterkünfte gebracht. Auch in Frankreich nahe Bordeaux gingen mehrere hundert Feuerwehrmänner gegen große Waldbrände vor. Nach Angaben des Präfekten des Departements Gironde sind seit dem Ausbruch des Feuers in der vergangenen Woche bis zu 580 Hektar Pinienwald niedergebrannt. Das Feuer habe sich vorerst nicht weiter ausbreiten können. Nachlassender Wind und sinkende Temperaturen könnten die Löscharbeiten nun begünstigen. Im Laufe des Tages soll entschieden werden, ob 500 evakuierte Anwohner in ihre Häuser zurückkehren können.